So, wir kommen jetzt erstmal ein bisschen locker rein. Club hoch und runter laufen. Ja, Bruder, in welchem Club? Marcel sagt es so, als ob der noch letzte Woche, ansatzweise die letzten 3, 4, 5 Jahre im Club war. In welchem Club soll es denn laufen? Bro, nächste Bootshaus Gamescom Party, eventuell. Dann singe ich ein Lied für dich von 90 Luftballons. Und dann schicke ich dir ein ultimatives Fettsack-Paket rüber. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ich überlege seit mehreren Tagen, wie ich Willi demnächst wieder anschreibe und ihm Signale gebe, dass ich wieder Vita-Weight brauche. Und Erik-Klamotten werden auch wieder geil. Hallo, störe ich gerade? Nö, alles gut, mein Bester, was gibt's? Also es wird ja jetzt wieder kälter, und leider habe ich nur T-Shirts. Ja, ich, Pullover brauchst du. Ja. Schick dir jetzt mal Basics zu, das sind normale Farben. Habt ihr auch Hosen? Wir bringen jetzt eine neue Jeanshose aus. Geil, danke. Ich habe auch Durst. Ja, und ich habe einen großen Kannst du jemanden hier? Ja gut, dann bring ich dir auch was zum Trinken mit. Du hast Chips. Mhm. Könnte ich welche bekommen? Ja, klar. Ja? Wie viele? 100 Tüten, 200. 100? Ja. Du willst mir 100 Tüten geben? Vita-Weight warte ich auch mal wieder auf meine Ladung, Digga. Da brauche ich eigentlich nicht mehr Essen und Trinken kaufen. Und Klamotten kriege ich auch. Ich krieg alles mittlerweile. Was ich dich nochmal fragen wollte, du magst mich doch gerne, oder nicht, ne? Ja, ich finde dich sehr sympathisch. Aber warum kriegt jeder Klamotten geschickt? Ich habe noch nie ein Paket von dir gesehen. Soll ich dir offen und ehrlich antworten? Liefert ihr nicht nach Buxtehude, oder was? Erstens sehe ich unser T-Shirt noch nicht als Vorlage. Das Unterhemd ist so zerrissen, das hatte ich letztens draußen an und ich musste übelst kacken. Ich hatte kein Klopapier, weil als ich draußen war, habe ich einfach so, ja das an, habe ich einfach gerissen und mir ein Stückchen rausgerissen, Digga. Zweitens habe ich mir halt so gedacht, keine Ahnung, ich will dir nicht auf den Sack gehen, aus Höflichkeit so. Ich würde mich sehr freuen, auch bei den Elevate-Sachen beispielsweise. Ich pick mir die Rosinen raus und den Rest verteile ich an Freunde. Die freue mich bei Oma am Essen und Opa wieder trennt. Da muss ich auch sagen, ich habe Marcel so viel Parfum geschenkt und ich glaube, bis jetzt hat er es immer original verpackt stehen lassen und hat es dann an Freunde verschenkt. Ist auch okay, ne? Ist er da hier, wieder mit Peso unterwegs. Da werden sich einige ein Bein für abhacken für das Ding, Opa. Man kennt Boah, Heads or Tails, das war auch damals noch eine wilde Zeit. Boah, habe ich da noch bei Kolumbisch gearbeitet? Ich glaube ja, tatsächlich. Wie viele Dosen-Energy bekommst du jeden Monat von Red Bull zugeschickt? Ich bekomme immer so zwei so Pakete. Da sind so, oh, ich weiß gerade gar nicht genau. Ich glaube, es sind so ungefähr 100 Dosen roundabout. Ich glaube, ein bisschen weniger, vielleicht zu 48 oder so. Ich wollte schon immer in einer YouTube-Bubble sein, während ich auf Twitch streame. Party People, herzlich willkommen bei den Video-Days hier auf YouTube. Ich stehe deswegen jetzt extra hier in der YouTube-Bubble und wir erkunden mal die Video-Days. Wir sind hier heute, um richtig geile abgefahrene Challenges zu machen. Video-Days fahren. Die Hunde gehen miteinander Gassi. Wie geil sind die denn? Führt der Kleine den Großen aus oder andersrum? So, dann kann ich sie auch besser verstehen. Ich wollte auch nicht stören, ich wollte nur noch halt noch ein paar Minuten. Ich habe einfach nur den Vortrag gehört, aber ist ja spannend. Sie sind von Antenne. Antenne Skyline TV. Wissen, was wichtig ist. Elotrix ist hier und so. Und jetzt nimmt das mal an, weil dann ist alles in Ordnung. Gott sei Dank ist doch gerade nicht während des Interviews passiert. Ihr denkt, ihr habt Scheiße erlebt. Ich habe von Aqua bestellt und Adeno kommt an. So nämlich. Ihr glaubt, ihr habt Scheiße erlebt. Ich habe von Aqua bestellt und Adeno kommt an. Wer ist da eingeschlafen von euch, Arschlecker? Ich biete solche Sounds ja auch an, aber bei mir benutzt irgendwie keiner. Bisschen Fortnite. Und guck mich an. Sag mal ganz ehrlich, zum Verwechseln ähnlich. Bei dir kommen so krasse Sachen, bei mir kommt gerade die ganze Zeit irgendwie so Knossi Munte verarscht. Meine Schwester hat ihren Namen abgegeben. Also ihr Mann heißt Adam. Video Days waren das schlechteste Event ever. Ach, warst du da tatsächlich? Okay. Und den dann als den zweiten Sohn bekommen hat, hat gesagt, wenn du deinen Sohn kriegst, wenn ich den Sohn kriege, wenn ich Adam finde. Was, Bruder? Und dann hättest du zwei Cousins in der Bar. Der eine heißt Adam Fritz, der andere Fritz Adam, ja? Ich fand's super lustig, sie leider gar nicht. Also ich habe auch häufig so Gags, die brauchen echt viel Vorbereitung und häufig dann auch einfach zwei Geburten, damit die überhaupt zustande kommen. Ja, aber meine Schwester feiert halt meinen Humor nicht. Auch das Problem kenne ich innerhalb meiner Familie. Hey Yara, völlig freiwillig grüße ich dich hier gerade von dem Video Day 2023, Doppelpiez von Tanzverbot. Oh Mann, ey. Yeah. Da wollte mir nochmal sagen, dass du hier keine Arbeit ist. Ja? Wer mich verarscht, ist 8 Meter groß. Boah! Ich war immer zufrieden mit meiner Größe. Oh mein Gott, könnt ihr aufhören, das zu ihm. Alter, das sieht aus wie Photoshop. Das sieht aus, als wäre das nicht echt. Die Tieren, Bro, oder was ist das? Das
Danke für die Fotos auch. Ja, gerne. Ich schicke dir die auf jeden Fall. Eins noch zum Abschluss. Die Schnappschüsse sind immer noch die besten, oder? Natürlich, auf jeden Fall. Das gilt auch für Spontansex. Stell dir mal vor, du müsstest das so reinhalten in so ein Ding wie bei diesen öffentlichen Toiletten, wo das aber so ganze Zeit mit einem echt extremen Luftstrom. Hast du auch Angst, wenn du deine Hand da reintust, dass sie dann so abgehen? Ja, natürlich. Ich habe Angst, irgendwo auch gegen anzustoßen, weil ich dann Angst habe, dass da Bakterien auf meine Finger kommen. Und ich überlege jedes Mal, meinen Pizza reinzustecken. Na, einfach um zu gucken, wie es flattert. Brennt jetzt, okay? Es brennt jetzt? Ja, weil das Infektion. Ja, ich bin dann hart eigentlich. Ah! Oh! Au, das hat getroffen. Warte kurz. Oh nein! Ja, ich bin dann hart eigentlich. Franzi duftet nach Hackenpeter. Oh, ich liebe Hackenpeter auch. Das ist ja schön, dass es funktioniert hat zwischen uns. Man kann nur 60 FPS sehen. Och, ich will nicht schon wieder dieses Gespräch. Das menschliche Auge. Da diskutiere ich mit irgendwelchen 65-jährigen Opas auf Facebook. Mir reichen 60 Hertz. Wenn du das nicht erkennst, dann müssen wir eh nicht mehr reden. Es gibt ja auch Leute, so Nicht-Zocker, die erkennen das nicht. Willst du mich verarschen? Das ist der Trennungsgrund von mir und Lola. So, andere haben drei Kinder, ich habe drei Monitore. Dein Kind macht vielleicht eine Ausbildung, aber dafür hat mein Monitor 240 Hertz. Herzlich willkommen zu Alexis Around the World. Also die Aussicht ist atemberaubend. Es ist einfach so schön. Wir haben einmal die Kanone, Luigi, auch genannt, ne? Und wir haben einmal die bezaubernde, die Lara. Ihr seht das gerade richtig, dass Stegi online ist? Der ist um 12.40 Uhr wach. Warum? Oh, wait, Digga, weil die IRLC und die Lara dabei ist. Dann haben wir einmal, Amar. Flex Puto. Würden wir heute umsonst alles im Club bekommen, wenn wir alle gemeinsam sagen, Amar ist Luciano. Wenn wir allen erzählen, dass Amar Mr. Potato Head von Toy Story 3 ist, dann schon. Also die Leute, die zu Amar gekommen sind, um Fotos zu machen, die Leute, die zu mir gekommen sind, um Fotos zu machen, das hat sich so krass unterschieden. Ne? Und es war so funny irgendwie. English. Okay, I have a question for you. What do you think her job is? You are a dancer. Oh my god, you're good. That's crazy. But no, me, I know you. You know me? Yes, from TikTok. Yeah! Oh, what? This is crazy. Can I take a picture with you? Yeah, sure. Where you from? Thank you. I'm from Germany. Kugel hat's im A** gehabt. Uwe! Nein. Erzähl mal, wie ich tot gefickt. Verstehen Sie, dass wir 6000 Viewer haben und nur S**te labern? Ja, genau! Ja! Ich sag, das war auch eine sehr wilde Truppe da. Oh, Digga, das kommt davon, wenn man aufs Handy schaut. Oh, oh mein Gott. Aber Lara, du kannst geil singen. Ich sag euch ehrlich, was soll ich sagen, Lara ist ein Naturtalent. Man kann mit ihr nicht mithalten. Die kann singen. Hey, I just met you. Die kann rappen. Just so came on an Irish trailer. Going to sound like a tap dance. Hast du mich gerade Stegi genannt? Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Das ist gestern Abend schon mal so gewesen, ne? Und ich sag jetzt nicht, in welchem Kontext das passiert ist. Ich glaube, ich bin voll wild arbeitssüchtig. Das ist extrem für nur 2 Stunden am Tag. Ja, der war nicht schlecht. Der ging schnell. Digga, soll ich mal den respektlosesten Sabaton machen aller Zeiten, wo ich jeden Tag nur so wie eine schöne Revi-Streamzeit habe, 40 Minuten, aber ich lasse die ganze Zeit den Stream laufen. Ey, wirklich, ich liebe Stegi, aber ich finde, das ist was in my opinion an Twitch slightly falsch läuft gerade. Schau bitte mal bei Mickey vorbei. Boah, ich frage mich aber, wie der meine Win-Challenge macht. Oh, was? Du dir weitere 3 abzwecken kannst. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie lange schläft der schon? Jetzt noch erst 25 Stunden live cringe. Ist aber dumm hier von Mickey, muss man sagen. Weil er könnte auch einfach irgendwo noch Sabaton hinschreiben und würde weitaus mehr Subs bekommen, ne? Nee, Mann, das wäre überhaupt nichts für mich. So irgendwie 24 Stunden live und dann im Stream schlafen. Also so viel könnt ihr gar nicht an Subs da lassen, dass das irgendwie ansatzweise Sinn machen würde. Also es macht einfach gar keinen Sinn. Moin Moin und rein da. Abfahrt. Max da? Da ist Max. Jan hat hier? Ja. In die Mitte, Max! Nein! Max! Nein! Schuss! Max! Max! Ja! So ein Scheiß-Tor! Der große 24-Stunden-Pack-Stream. Ich sag mal so, das Problem ist, bei einem Pack-Stream, der 24 Stunden gehen würde, dadurch, ich glaube, danach müsste ich auf jeden Fall in Reha. Ich glaube auch nicht, dass ich das schaffen würde, weil ich hätte am Ende so viel Schmerz und es wäre mir am Ende. Guck mal, ich habe euch schon beim Pack-Stream, beim Pack-Stream, hatte ich schon gesagt, wir machen bis 12 Uhr. Habt ihr gemerkt, wann ich ausgemacht habe? Um 22 Uhr. Wisst ihr, was ich meine? So eine Nummer bin ich. Am Ende, ich kündige an, 24-Stunden-Stream und der Stream wird gehen vielleicht 4 Stunden. Danach sage ich, so Leute, es tut mir sehr leid, aber ich habe keinen Bock mehr. Also von daher, ciao, haut rein.
kannst mich bei der Reha besuchen, wir machen Gymnastik. Ich sag's euch, das müsste wirklich gemacht werden, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ab 14 Stunden bekommt man zur Danakil-Soße ein Alexandria 2. Ey, es gab auch jetzt wieder Leute, die haben zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe gesagt, bestellt, was war das nochmal? Bestellt XXY und bekommt, ich sag jetzt nur mal, ein Naxos dazu, ne? Also Naxos, XXY kostet das Doppelte. Und die Leute haben dann Naxos bestellt und sich hinterher beschwert, dass sie nicht XXY umsonst bekommen haben. Solche Leute haben wir auch. Von daher auch diese Stornierungssache, ne? Wir haben generell alles festgelegt, es gibt keine Stornierung mehr. Gerade nach diesem Packstream sind die Leute immer so, ah, das war doch so und ah, nee, und ach so und ach, stornieren und so weiter. Das wird alles rigoros ausgeführt. Wenn die Leute es nicht haben wollen, okay, dann muss halt wieder zurückgeschickt werden. Wirklich. Ah, ja. Hugo hat den auch schon unterschrieben. Hugo ist raus. Ja. Willst du Hugo einmal grüßen? Grüße dich raus an Hugo! 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 Ja, schreib mal für Hugo! Hugo! Oh, ja. Du wirst vermisst! Wie benutzt man einen Dosenöffner? Es gibt verschiedene Wege, eine Dose aufzumachen, zum Beispiel... Oh Bro, wie krank... Also, hast du gerade ein Foto gemacht? Jo! Hast du gerade ein Foto gemacht von ihm hier? Digga! Geil! Nee, das ist auf Discord! Yo, P! Yo, was geht? Wie viele Dosen-Energy bekommst du jeden Monat von Red Bull zugeschickt? Warte, ich zieh dich nochmal rein, Bro. Ich hab vergessen, eine Frage zu sagen. Okay, du musst so acten, als wärst du gerade reingekommen. Jo, Marie. Ich fäng das mal für YouTube. Yo, Moritz, was geht? Eine Frage, go! Yo, P! I'm sexy and I know it. Ey, geil, wir sollten Schauspieler werden. Okay, alles klar. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, wenn er was gemacht hat. Weil ihr müsst euch vorstellen, Red Bull zahlt dem Typen hier monatlich Geld. Danke, Red Bull, ihr seid die Besten! Das war wirklich lustig, das war lustig. Digga! Alter! Okay. LB? City? Sowas wie dich will ich hier nicht haben. Fußballergebnisse falsch spoilern und noch auf Tipico-Stein Auge legen, das ist so wie Serie spoilern. Weg. Da kannst du wieder in den Entbannungsanträgen reinschreiben. Guck mal, jeder hat seine eigenen Standards. Marcel ist das sein Ding, was er nicht mag. Die Mutter hat ihre Hände getippt auf die Tastatur gehauen und die hat das getippt. 7. Hello, oder wie du ausgesprochen wärst. Denn gerade mir ist eine Frau bekannt, die auf den Namen Mutter bei dir hört, die ist super im Bälle einlochen. Also so gut. Essen, wo man sehr viel davon essen kann und sehr schwer ist. Kriegst du? Deinen fetten Vater, Loren! Aber ich finde, dieses Jahr hat irgendwie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, FIFA, oder? Bitte was? Zieh ich die ganze Zeit mit Münzen? Oh mein Gott! Gedicht der Woche mit 2,20 Euro.